must be so proud of me. Anyway, talking of journeys, we have some buyers lined up. They ain't local, but they pay well. So go make me proud too, partner. Und ja, Leute, herzlich willkommen damit zu Red Dead Redemption Teil 2 von unserem, ja, eigentlichen Ziel von der letzten Folge. Und zwar wollten wir eigentlich in der letzten Folge schon anfangen mit Verkaufen von Handelswaren und auch Verkaufen von Schwarzgebrannten. Aber das haben wir leider nicht geschafft, weil wir uns ja ein bisschen mehr auf Vorbereitungen konzentriert haben. Und wir haben auch noch ein bisschen so einen Straßenüberfall gemacht, ne, auf die, die sagen hier immer so, Steuereintreiber und so, aber eigentlich könnte man eher sagen so, dass wir eher eigentlich so die Polizisten weggeballert haben, die Sheriffs, aber naja. Ja, auf jeden Fall, wie ihr es schon gesehen habt, wir sind jetzt auf einer Handelsmission erstmal, gehen erstmal ein bisschen handeln und also ein bisschen kaufen, ein bisschen verkaufen und XP farmen, aber anschließend gehen wir halt dann ja, ein bisschen Schwarzgebrannten verkaufen und gucken mal, wie das Geschäft da so läuft, ne? Und ja, ich werde mal zusehen, dass wir es heute diesmal ein bisschen schneller schaffen. Ja, ich habe auch gerade eben noch, also ich nehme das ja wie gesagt, wie ich in letzter Folge gesagt habe, direkt im Anschluss auf. Ich habe ein bisschen gefarmt, also ich habe hier mindestens mehr als 10 Rehe abgeschossen und ja, also mehr als 10 Rehe, mehr ein paar Waschbären noch und hast nicht gesehen. Also ich habe wirklich ziemlich viel gefarmt. Also das sollte mal bei mindestens Verkaufswert von 100 sein oder so, $100. Also ordentlich halt, ne? Bin ich mal gespannt, wie viel wir auf jeden Fall rausschlagen dann, wenn ich dann das nächste Mal verkaufen gehe. Und ja, gucken wir jetzt erstmal, wie es läuft. Ich würde sagen, machen wir einen kurzen Cut und dann sehen wir uns wieder, wenn wir dann beim Gefecht oder so sind. Also Leute, haut rein, bis gleich. So, sieht so aus, als wären wir jetzt schon da. So, gucken wir mal, wie es läuft. Oh, unsere Jungs sind eingekesselt. Komm, mach runter. Digga, ich sterb hier schon wieder, Alter, nur weil der nicht aus dem Knick kommt. So, Tonika reinpfeifen. Zweimal mehr. So, die haben wir schon mal weg. Wir werden bestimmt dann gleich noch mehr kommen. Ja, da kommen schon die nächsten, sehen wir schon. Da kommen sie. So, schnell nachladen. Oh, oh, oh. Oh, wo soll der eine Typ sein, Alter, ey? Stehe hier nicht ganz. Stimmt, letztes Mal habe ich noch rausgefunden. Die Typen fesseln. Bringt ein kleines bisschen mehr Kohle, soweit ich festgestellt habe oder so. Komm her. Ja, das war nicht ganz gut.
Die zwei haben wir festgesetzt, aber der eine Typ hier. Wo ist der? Da ist der doch. Wusste ich doch. Ja, sag ich doch. Haben wir zwei Typen noch gefangen genommen. Gut, also ich war jetzt irgendwie ungefähr 6 Minuten hier am Worken. Ja. Ja, Moin, ja, das ist das erste Mal, dass sie noch leben. Was ist denn da los? War wahrscheinlich, weil ich nicht in der Stadt bin, Digga. Weil letztes Mal, als ich in der Stadt war, da habe ich nämlich einen von denen mal gefangen genommen. Da hatte ich nämlich auch genau die gleiche Situation halt. Und waren die auf jeden Fall alle weg. Die Leichen auch ebenfalls. Und ja, da habe ich auch nochmal $3 extra oben drauf Zuschlag bekommen dafür. Dass ich den wahrscheinlich abgeliefert habe. Also so vermute ich zumindest. Ja. Whoop. God damn it. Das war's für ihn. Ich werde mal gerne wissen, was passiert, wenn wir den im Sheriffsbüro abliefern. Ja. Aber ich kann ihn auch nicht aufheben, also geht das nicht. Schade. Tschüss. So. Holen wir uns jetzt hier noch schnell die Beute ab. Und da würde ich sagen, sehen wir uns nach einem kurzen Kärtchen wieder beim Schwarzbrennen. Also Leute, haut rein. Wir sehen uns gleich wieder. Und dann gucken wir mal, was bei den Schwarzbrennern so abgeht. Ah, hier, Digga, muss erstmal überall hinlatschen, ne? Ach ja. So. Also, bis gleich, Leute. So, Leute, herzlich willkommen zurück zu, Schwarzbrennerladen. Und zwar habe ich mir gerade eben, deswegen war hier Black Screen, eine Verbesserung gegönnt. Und jetzt... Falsche Richtung, oder was? Oder ist es hier draußen mit drin? Hier müsste es sein, ja. Da. Ja, hier ist es. Die Verbesserung, die ich mir gegönnt habe. $950 sind weggegangen, aber ich würde sagen, nicht schlecht, ne? Können wir uns bei denen auch prügeln? Nein, wir können uns nicht prügeln. Nein, so eine Schade. So eine Sache. So schade, Digga. Mann. Aber ja, wie ihr seht, Leute, wir haben ein bisschen aufgerüstet jetzt. Damit. Und ich muss sagen, Hype, oder? Da läuft es jetzt besser. Wahrscheinlich schon. Schwarzgebrannten Spieler ausschenken. Marcel startet die Bar mit neuesten Charges. Okay. Okay. So, jetzt gehen wir aber hier verkaufen. Das wollten wir ja eigentlich machen. So, verkaufen. Und dann $99. Genau, den wollten wir, den Typen. So, let's get work. I need you to understand that this is the most important delivery. When we receive an order for the cream of the crop, the non-pareil, this is a rare chance, yes? Of course, I know you will not let me down. A batch of this quality is not for the revenue men, eh? Take your time. Don't get caught. This is worth it. Understand? Tja, so bin ich mal gespannt, ob es jetzt läuft oder sich wieder aufhängt. Ansonsten seht ihr gleich wieder einen Cut. So, da sind wir wieder zurück nach einem kurzen Cut. Ja, ihr seht, ich bin jetzt hier wieder in der Bar. Also ich habe das Spiel komplett neu gestartet und ich wurde, nachdem ich in Free Room gegangen bin, weil wenn man jetzt Free Room, nur so als Tipp, auswählt und man vorher am Lager oder halt an dem Dingsen stand, hier an der Schwarzbrennerei, jetzt zum Beispiel, dann wird man halt dort in der Nähe irgendwo halt gespawnt, also spawnt man halt wieder dann halt, ne, wenn man dem neuen Server beitritt. Und man sollte aber dann vorher, wie soll ich sagen, vorher ist es halt so, wenn man, also
wenn man jetzt kurz bevor man halt das Spiel neu startet, mit einem Zug schnell gereist ist oder so, dann wird man automatisch in die Stadt, wo man war, oder an den Schnellreisepunkt zurückteleportiert. Ja, und das war jetzt das Problem. Ich war zurück in Blackwater, Digga. Muss erstmal komplett wieder hierher kommen. Und ja, war ziemlich doof. Aber auf jeden Fall, wie ihr seht, ich habe hier noch kurz ein bisschen was, ja, wie soll ich sagen eigentlich, ein bisschen was gemacht, ne? Ich habe hier ein bisschen, eigentlich verschönert, könnte man sagen, ne? Ja, ich habe hier nämlich ein bisschen aufgerüstet, nämlich mit dem Skin, den es vom Halloween-Pass gab, beziehungsweise gibt eigentlich noch, der ist ja momentan noch da. Und zwar, ja, habe ich hier mir schön gegönnt, ne? Ja, der sieht eigentlich nicht schlecht aus. Ich finde ihn eigentlich recht nice, ne? Für die Balien-Skin. Also bin ich mal auf jeden Fall gespannt, ne? Was es da noch für geile Sachen gibt an Skins. So, mal gucken. Bar führen. Was macht er da? Auf jeden Fall, nice Skin. So, jetzt geht's los, aber wir wollen ein bisschen verkaufen noch. Oh, hier hat sich auch ein bisschen was getan, ne? Ein paar neue Flaschen dabei. Ja, nicht schlecht. So, jetzt wollen wir hier mal verkaufen gehen. Und hoffentlich hängt sich diesmal nicht auf. Aber bis jetzt hat sich eigentlich beim zweiten Mal immer nicht so aufgehangen. Hello, this batch is perfect. Now we must go. But I must warn you, we can afford no mistakes with this. Purity. That is what they are paying the big price for. And that is what Marcel has created, is it not? I have not slept. I have not rested. I have stopped at nothing to create these little jokes of heaven, eh? But now, relax and enjoy your trip. Digga, das war jetzt eine ausgeschmückte Rede. Ich habe zur Hälfte nicht aufgepasst, ja. Sonst passe ich immer so ein bisschen auf, ne? Aber diesmal habe ich einfach der Hälfte nicht aufgepasst, Digga. Hat mich nicht gejuckt. So, let's go. Bringen wir da unseren Schwarzgebrannten dahin. Und kassieren $100 und davon gehen $50 wieder in die Schwarzbrennerei, ne? Man kennt's halt. Aber naja. Ich würde sagen, so als nächstes Ziel, nachdem wir uns hier den Händler geholt haben, Digga, da fällt's mir ein, jetzt wo ich das Geld eigentlich ausgeben wollte. Ich wollte den Händlerwagen kaufen, den Planwagen und dazu wollte ich eigentlich noch den Jägerwagen kaufen, ne? Aber ich sag mal so, der Jägerwagen, der juckt mich nicht. Wenn ich jetzt einmal so wie ich eben einfach mal durchziehe, Digga, und wirklich mal ein bisschen so farmen gehe, Digga, da ist das so schnell voll, mein Pferd, Alter, und so. An sich das Lager, also echt schüch, Digga, das geht recht ab. Oh. Oh, sind wir wohl nach langer Zeit mal wieder kontrollieren, weil ich habe gestern irgendwie dreimal, ich bin auch so mal neu gejoint, wie gesagt, also für mich ist es gestern, also ich nehme das hier vorab auf. Ich habe ja am Dingsens, am Freitag, letzte Woche, müsste es ja, letzte Woche, genau, am Freitag, letzte Woche für euch, habe ich, also für, von euch aus gesehen, von euch, ja, da habe ich Red Dead gespielt und da hatte ich halt wirklich dreimal oder so Schwarzgebrannt verkauft und bin auch einmal zwischendurch nochmal neu gejoint, was einfach wieder nicht funktioniert hat, Digga. Naja. So, genug davon jetzt auf jeden Fall. Ja, wir sitzen hier schon wieder ewig fest. So, komm, schnell, Pferdchen. Wir müssen hier weg. Digga. Was ich immer so lustig finde, ne? Manchmal steht der genau hinterm Wagen, ne? Sagt, ja, gucken wir mal nach, was wir drauf haben, ne? Digga. Man denkt dann, er guckt rein, ne? Aber er guckt halt nicht rein. Er guckt einfach fünfmal ins Buch, Digga. Guckt da in die Unterlagen. Und das war's. Digga, er muss nur einfach einmal reingucken, Alter. Und er ist einfach alles voller mit Schwarzgebrannten, ne? Digga. Ja, besser geht's halt nicht, ne? Also es war bis jetzt immer so, er hat nicht einmal reingeguckt. Ich frag mich, ob sie es noch später machen werden oder nicht. Aber fürs Erste sieht's nicht so aus, ne?
So, damit wären wir wieder zurück in der Schwarzbrennerei. Und ja, jetzt gehen wir mal gucken, was wir jetzt noch so herstellen können. Und ja, würde ich sagen, Leute. Gucken wir mal. So. Zack. Herstellen. $99, Digga. Karibischer Rum. Mal gucken, ob wir den noch irgendwo kaufen können. So, gucken wir mal kurz im Taschenkatalog. Vorräte, karibischer Rum, habe ich gesagt. Na, Alkohol. Kentucky Bourbon Gin. Kladetta. Ah, da ist nichts mehr, oder? Nee, karibischer Rum sieht nicht so aus, wer ist dabei. Nee, sieht nicht so aus. Naja, muss ich mal gucken, wo ich das Zeug nochmal herkriege. Auf jeden Fall, Leute, das war's mit der heutigen Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wir haben heute mal ein bisschen straight durchgezogen. Und ja, haben hier ein bisschen abkassiert. Und ich würde sagen, kann sie sehen lassen, unser Kontostand immer noch. Wir sehen uns wahrscheinlich dann in der nächsten Folge wieder bei World of Warships. Mal ein bisschen zocken und so. Und ja, gucken wir mal, wie es dann so läuft, ne? Ja, würde ich sagen, einmal auf X und das war's mit heute. Ja, mir ist kein Reim eingefallen, Mann. Sonst fällt mir ein Reim ein. Auf jeden Fall, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.